Glaub mir, in dem Moment, wenn wir das Konzert spielen, vergisst du, dass alle zusehen. Oh. Können wir bitte nicht darüber reden, sondern die Mission fortsetzen? Na klar. Los, zum Eulengleiter! Kommt vom Spielplatz. Ich bin der beste Popstar. Popstar, Popstar, Popstar. Ninja, Ninja, Ninja. Oh, ich bin der beste Popstar. Yeah. Nacht, Ninja. Oh, Fans, endlich. Gib uns die Instrumente zurück. Nein, alle berühmten Popstars brauchen eine Band. Und eine Band braucht Instrumente. Aber du bist kein Popstar. Was? Wie unhöflich. Ninja Linus, Musik! Popstar, Popstar, Popstar! Ich bin der beste Popstar! Popstar, Popstar, Popstar! Seht ihr? Meine Stimme ist so unglaublich gewaltig, dass sie sogar Dinge zerspringen lässt. Wer ist auf sowas stolz? Ich, Eidechsenfuß. Es beweist, dass ich der beste Sänger aller Zeiten bin. Wartet mein großes Konzert im Museum ab. Kommt, Ninja Linus! Popstar, Popstar, Popstar! Wir müssen sie aufhalten, bevor alles zerstört und verwüstet ist. Außerdem brauchen wir die Instrumente für das Konzert morgen. Gehen wir zum Museum. Ninja, Ninja, Ninja! Ihr spielt viel zu laut. So kann man mich nicht hören. Hä? Geht's PJ Masks zum Katzenflitzer. Fahren wir zurück zum Paradeplatz. Schurken kehren immer wieder an den Tatort zurück. Ja, nur ein Schurke klaut meine Trommel. Ohne sie kann ich nicht zur Parade. Ninja. Und meine Trommel. Er verdirbt uns die Parade nicht. Er macht daraus eine Nacht-Ninja-Parade. PJ Masks. Wie nett, dass sie uns besuchen kommt. Ninja Linus. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ihr glaubt, dass ihr eine Parade auf die Beine stellen könnt? Ja. Nein, das könnt ihr nicht. Bunte Farben, lustige Musik. Ich zeig euch mal, wie man es richtig macht. Hi-ya! Und... Stopp! Cooles Chamäleon! Hey, Nacht-Ninja! Mach doch bei unserer Parade mit! Ja, wir machen sie gemeinsam. Vergesst es! Das hier ist meine Parade, auf meine Art. Du könntest die Parade niemals so gut anführen wie Catboy. Ja, Catboy gibt den Takt vor. Ich wette, die Ninja Linus würden dir folgen. Ohne meine Trommel? Aber was ist, wenn ich's wieder vermassel? Es wird Zeit für ein Nacht-Ninja-Paradenspektakel. Folgt eurem Paradeanführer, Ninja Linus. Vorwärts! Schnell, wir müssen sie dran hindern, Ninja-Fahnen aufzuhängen und diese Festwagen umzumalen. Super-Eulenflügel! Super-Gecko-Muskeln! Gut gemacht, Ninja Linus. Und da kommen schon die Pyjama-Helden, um meine Torte zu bewundern. Das ist nicht deine Torte, das ist Geckos Torte. Nicht mehr, das ist meine Party. Ihr seid nicht eingeladen. Jetzt beginnt der Partyspaß. Du kannst keine Party feiern, wenn du nicht Geburtstag hast. Nicht mit meiner Torte. Hä? Hey, Nacht-Ninja, ich wette, dass ich dich bei einem Partyspiel schlagen kann. Mich schlagen? Spielen wir doch blinde Kuh. Du kannst mich nicht schlagen. Aber wenn du es versuchen möchtest, dann spielen wir Päckchen rumreichen.
Oh, aber ich will blinde Kuh spielen. Nein, das ist meine Party, also bestimme ich. Dann spiele ich nicht mit. Na gut, ich wollte sowieso nicht mit dir spielen. Ihr beschäftigt Nachtninja, ich hol die Torte. Oh, Gecko und ich wollen spielen. Und ihr werdet verlieren. Ninjalinos, Päckchen. Ja. Okay, wir reichen es herum, bis die Musik stoppt. Wer es dann hat, packt eine Schicht aus. Welche Musik? Die Musik ist aus. Ich Glückspilz. Okay, nächste Runde. Ich schon wieder. Ach, ich sagte ja, ich bin gut. Was? So viele Schichten? Hab ich ein Glück. Oh, endlich. Ach, seht, das bin ich in klein. Keine Sorge, ich puste den Geruch mit meinem Super-Gecko-Muskel-Mega-Luftstoß weg. Ah, oh, ein ideales Ziel. Stinkattacke! Ah, ja! Ey, Gecko! Ich weiß, für mich ist es noch schlimmer. Wir müssen nicht unbedingt mit dem Gecko-Mobil Wasserstrahl abduschen. Warum sagst du uns nicht, wo es ist? Du weißt doch noch, wo du es hingestellt hast, oder? Ja, doch. Ich weiß, wo es ist. Es ist nur so, ich weiß, wie wir Romeo aufhalten können. Zeit, dass Romeo Angst haben muss, von Eiern erwischt zu werden. Und zwar von einem riesen Dinosaurier-Ei. Das ist das größte Ei, das ich je gesehen habe. Mein Verfaulisierer könnte es grausam stinken lassen. Gecko, halt! Das Ei darfst du doch nicht werfen. Das werde ich auch nicht. Aber er wird sich zurückziehen, weil er das glaubt. Das war's, Eidechsen-Bubi. Perfekt. Hä? Das stinkt. Oh. Dieses Ei ist so alt, das stinkt bestimmt jetzt schon. Und wenn ich es faulisiert habe, wird es das stinkigste Stinkei aller Zeiten. Das hält keiner aus und ich übernehme die Welt, Herr Job. Ich habe es nur aus Verzweiflung geholt. Und ich bin nur verzweifelt, weil ich euch nicht die Wahrheit sagen wollte. Höchste Zeit, in Hate zu sein. Ich finde das Gecko-Mobil nicht mehr und ich brauche eure Hilfe beim Suchen. Warum hast du das nicht früher gesagt? Weil ihr glaubt, dass ich ständig Sachen verliere. Gecko, es tut uns leid. Wir wissen doch, dass du nicht immer Sachen verlierst. Wir haben nur Spaß gemacht, weil du heute Morgen einige Dinge nicht gefunden hast. Jetzt wissen wir Bescheid und können das Gecko-Mobil suchen. Aber... wie findet man ein unsichtbares Fahrzeug? Baby leicht. Super Gecko Tarnung! Alles okay, Gecko? Ja, aber holt die Marionetten! PJ Masks, Rettungsaktion! Super Katzentempo! Schnappt sie, Motten! Eulenflügelwind! Motten, was soll das? Gut gemacht, PJ Masks! Wie geht's den Marionetten? Gut, aber Cameron nicht. Wir haben ihn zurückgelassen. Wir dachten, du bist in Gefahr. Wer ist Cameron? Ich wollte die Marionetten zurückbringen. Was macht Cameron denn hier? Wer ist Cameron? Er schlafwandelt. Wer ist Cameron? Er muss zurück nach Hause. Ja, er braucht unsere Hilfe dringender als die Marionetten. Wer ist Cameron? Er wäre bestimmt eine großartige Marionette. Sie wird ihn aufwecken. Stoppen wir sie. Werf die Marionetten nicht auf die Erde. Seht doch, wie toll sie sind. Oh ja, Marionetten. Tanzt und winkt meinen Freunden zu. Bleib zurück, Luna Girl. Weck niemals einen Schlafwandler auf. Vielleicht wecke ich ihn nicht auf, aber ich werde mit ihm spielen. Komm zu Luna Girl, Marionettenjunge. Nein! Oh, aus dem Weg. Gecko, leg die Marionetten weg. Wir brauchen dich. Ich bin gleich da, Leute. Also gut, Marionetten. Ich muss jetzt meinen Freunden helfen. Jetzt gehört er mir. Super Eulenflügel. Super Katzensprung. Hab dich, Schnarchi. Genau so. Setzt euch hin. Schön gemütlich.
Okay, ich komme. Seht ihn euch an. Er sieht aus wie ein betrunkener Dinosaurier. Ein schnarchender Dinosaurier. Ich nenne ihn ab jetzt Schnarchosaurus. Wow, Luna Girl kann das gut. Sie bewegt ihn wie eine Marionette. Gecko, wir brauchen den Mondmagneten, aber wir dürfen Cameron nicht aufwecken. Es gäbe kein Problem, wenn du nicht mit den Marionetten rumgespielt hättest. Machst du mit? Ja, natürlich. Entschuldig. Was? Ihr seid als nächstes dran. Wir müssen in Deckung gehen. Schnell! Hey, Leute! Wartet auf mich! Ich kann wieder fliegen. Noch schnell rennen! Gecko, Achtung! Superkatzentempo! Okay, Gecko, folgender Plan. Während Eulette und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine. Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen. Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne. Wow! Heb ich hoch in die Luft ab. Gecko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, hä? Huh? Komm, lass dir von einem Genie helfen. Hä? Oh, ha, nicht ganz. Du hast nur meine Flügel erwischt. Wow, ich kann wirklich fliegen. Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will. Leute, Hilfe! Los, Eulette. Halte durch, Gecko. Ich komme. Puh. Danke, Eulette. Kein Problem. Aber Fliegen ist nicht die einzige Lösung. Warum benutzt du nicht deine Tarnung? Meine Tarnung? Wirklich? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem zu... Wow! Was ist hier bitte los? Ich hab dich erwischt, Spatzenhirn. Das ist los. Endlich schaffe ich's da runter. Ich komm nicht an dich ran. Versuch zu fliegen, um die Anti-Schwerkraft zu überwinden. Oh, ich bin zu leicht. Ich kann's nicht kontrollieren. Ein PJ Mask ist am Boden. Oder vielmehr oben fehlen noch zwei. Jetzt müssen wir Romeo besiegen und Eulette retten. Ich kümmere mich um ihn, du rettest sie. Super Katzensprung. Aber ich habe nicht die richtigen Kräfte. Eins. Nein, warte. Super Katzensprung, ja. Du gehörst mir, Romeo. Eulette, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Jetzt konnte Romeo abhauen. Das konnte er doch nur, weil du beleidigt weggeflogen bist. Weil du mich erschreckt hast im Museum. Ah! Oh je, die berühmten Pyjama-Helden. Zanken wie Katz unter Eule. Super Katzenhüpfer. Ja. Der großartige Catboy schnappt sich den peitschenden Schwanz des furchterregenden Dinos. Wow. Ich schüttel dich schon ab, du ängstliche Mieze. Wow, 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 wow. Ach du meine. Wow. 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 Oh, er braucht eindeutig Hilfe. Super Eulenflügel. Ja! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Wow. Puh, geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden! Nun Mott in jeden Ton, ins goldene Glänze Mikrofon. La 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 la
Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko-Tarnung. La 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 la. Hey, das sieht nach einer einfältigen Eidechse aus. Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin! Ich stecke fest! Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston Konzert gehen, also soll das auch sonst niemand können! Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton! Sei vorsichtig, ich weiß nicht, was er im Schilde führt, aber gut ist es nie. Romeo, wir wissen, dass du hier drin bist. Verschwende nicht unsere Zeit und gib auf. Wenn wir der Spur der vermissten Dinge folgen, müsste sie uns direkt zu Romeo führen. Dieser Plan ist brillant. Naja, alle meine Pläne sind brillant, aber dieser hier ganz besonders. Sobald die PJ Masks in meine Falle tappen, übernehme ich die Weltherrschaft. Komm raus, Romeo! Cool, ein Skateboard! Hey, ich habe noch einen Schläger gefunden. Oh Mann! Ja? Ja? Oh, komm schon! Ach, jetzt dreht doch endlich drauf! Romeo! Oh, hallo! Ich hab euch gar nicht gesehen. Habt ihr nach mir gesucht? Das weißt du doch. Was hast du überhaupt mit diesen Pinseln, Turnmatten und Bällen vor? Was auch immer ich will. So einfach. Ach ja? Aha. Was ist hier los? Lass mich runter. Ich hab die Sachen nur gestohlen, um euch hierher zu locken. Jetzt kommt mein eigentlicher Plan. Wow. Paulette! Romeo ist verschwunden. Hier oben, Spatzenhirn. Ich fliege. Mit meinem Kräftekopierer habe ich deine Kräfte kopiert. Und da bist du nicht der Einzige. Dann habt ihr Eulets Kräfte auch aufgenommen. Was? Niemand außer mir setzt meine Kräfte ein. Hoffentlich hast du eine Landeausrüstung, Romeo, denn ich hol dich da runter. Keine Sorge, ich schaff das. Alles, was du schaffst, ist Schrupp. Cowboy! Das ist grauenhaft. Oh, seht euch das kleine Kätzchen an. Einer geschrumpft, fehlen noch zwei. Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir! Ich brauche keine Hilfe. Ich bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo! Hey, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninjas! Bringt ihn zum Tanzen, Ninjalinos! Was? Ich will nicht tanzen! Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen! Mein Plan ist brillant! Nicht so brillant, wie die Weltherrschaft an sich zu reißen! Natürlich ist er das! Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will! So!
super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich gefreut! Und ich hab dich auch! Hört auf zu starren, Ninjalinus! Hinterher! Ringelndes Reptil, wir brauchen einen Plan! Einen, der auch mit dir in klein funktioniert. So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Oh, das ist eine Katastrophe! Wow! Schaut euch diese seltsame Autowand an. Und von da hinten kommt ein komisches Geräusch. Okay, sehen wir mal nach. Mein Katzenflitzer! Was hast du schon wieder vor, Romeo? Wie hast du unsere Superfahrzeuge hierher geschafft? Ganz einfach. Ich habe meinen mega tollen Elektromagneten benutzt, um mir ein paar Tagautos zu klauen. Dabei wurden eure Fahrzeuge gleich mit angezogen. Du darfst unsere Fahrzeuge nicht einfach klauen. Oh, klebt ihr deswegen auf euren albernen Fahrrädchen? Was? Wer? Ich? Oh, buhu. Hör zu, Romeo. Du darfst Autos nicht einfach stehlen und auf gar keinen Fall unsere Superfahrzeuge behalten. Wofür brauchst du die drei überhaupt? Ich brauch sie nicht. Ich probiere sie alle aus und behalte das Beste. Die anderen kriegt ihr wieder, nachdem ich sie mit meinem Magneten platt gemacht habe. Was? Mene, mene, mane, mo. Wer will fahren mit Romeo? Aha. Mein Eulengleiter! Schnell, wir müssen ihn verfolgen. Wartet, mit unseren Rädern erwischen wir ihn nicht. Wir können meinen Katzenflitzer nehmen, wenn ich ihn runterkriege. Seht, das muss die Fernbedienung für den Magneten sein. Aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Nicht, dass wir damit unsere Fahrzeuge platt machen. Ja, nehmen wir unsere Fahrräder. Los, er entkommt uns. So erwischen wir Romeo nie. Doch, das werden wir. Ich flieg hoch und lock ihn runter. Dann saust du mit Gecko auf deinem Fahrrad mit super Katzentempo vor. Genau. Und ich schnapp mir den Eulengleiter mit meiner Superstärke. Juhu! Hä? Catboy? Mein Rad kann weder Katzenschreie von sich geben, noch Fellbälle abfeuern. Ich fahr zurück und hol den Katzenflitzer. Und was ist mit unserem Plan? Gut gemacht, Ninjalinus. Und da kommen schon die Pyjama-Helden, um meine Torte zu bewundern. Das ist nicht deine Torte, das ist Geckos Torte. Nicht mehr, das ist meine Party. Und ihr seid nicht eingeladen. Jetzt beginnt der Partyspaß. Du kannst keine Party feiern, wenn du nicht Geburtstag hast. Nicht mit meiner Torte. Hey, Nachtninja, ich wette, dass ich dich bei einem Partyspiel schlagen kann. Mich schlagen? Spielen wir doch blinde Kuh. Du kannst mich nicht schlagen. Aber wenn du es versuchen möchtest, dann spielen wir Päckchen rumreichen. Oh, aber ich will blinde Kuh spielen. Nein, das ist meine Party, also bestimme ich. Dann spiele ich nicht mit. Na gut, ich wollte sowieso nicht mit dir spielen. Ihr beschäftigt Nachtninja, ich hol die Torte. Oh, Gecko und ich wollen spielen. Und ihr werdet verlieren. Ninjalinos, Päckchen. Okay, wir reichen es herum, bis die Musik stoppt. Wer es dann hat, packt eine Schicht aus. Welche Musik? Haha! Die Musik ist aus. Ich Glückspilz. Okay, nächste Runde. Ich schon wieder. Ach, ich sagte ja, ich bin gut. Was? So viele Schichten? Hab ich ein Glück! Oh, endlich! Ach, seht, das bin ich in klein! Ich hab doch gesagt, ich kann nicht gut springen. Du kannst nichts dafür, dass du nicht gut genug für meinen Plan warst. Hä?
Ich überlege mir sowieso bald einen anderen. Es wird Zeit, die Fernbedienungen rauszurücken, Spatzenhirn. Ruh dich etwas aus. Ah, genau rechtzeitig, um mir bei meinem Masterplan zu helfen. Deinem Masterplan? Oh ja. Diese Fernbedienung kann nur eine Person steuern. Aber wenn ich meine große, phänomenale Romeo-Fernbedienung mit diesen gestohlenen Teilen fertig gebaut und ihr noch einen Extraverstärker mit der Satellitenschüssel verpasst habe, dann werde ich alle Leute in der Stadt gleichzeitig steuern können. Du stellst eine Satellitenschüssel aufs Labor? Nein, einfältige Katze. Yeah. Das mache ich sicher nicht für dich. Doch, wirst du. Nicht kitzeln. Okay, okay. Hör auf, Pepper zu kitzeln, dann tut mir, was du verlangst. Und jetzt, Miezekatze und Spatzenhirn, stellt meinen Satellitenturm auf. Währenddessen baue ich meine phänomenale Romeo-Fernbedienung fertig. Okay, ich habe einen Plan. Die kleine Fernbedienung ist in Romeos Rucksack. Während ich ihn ablenke, schleichst du dich hinter ihn und holst sie raus. Nicht übel, aber ich habe vor, die große Fernbedienung zu kriegen. Du lenkst ihn ab, ich schleich mich ins Labor und schnapp sie mir. Ich glaube, mein Plan ist sicherer. Ich habe nämlich vorhin Romeo an der Labortür rumspielen sehen. Das könnte eine Falle sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Teamleiter, also habe ich das Sagen. Na gut. Romeo, bitte hilf mir. Was ist denn, Schwarzenhirn? Dieser Turm, welche Stangen sind für die Querteile? Und wie hoch soll er werden? Oh, oh, ein Alarm. Moment, ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Ups. Was ist hier los? Du willst mich wohl austricksen, ha? Nun, dann muss ich sie eben etwas härter rannehmen. Nein! Glaub mir, in dem Moment, wenn wir das Konzert spielen, vergisst du das alle zusehen. Oh. Können wir bitte nicht darüber reden, sondern die Mission fortsetzen? Na klar. Los, zum Eulengleiter! Stop! Au! Was ist das für ein Krach? Der kommt vom Spielplatz. Popstar! Yeah! Nachtninja! Oh, Fans, endlich! Gib uns die Instrumente zurück! Nein, alle berühmten Popstars brauchen eine Band. Und eine Band braucht Instrumente. Aber du bist kein Popstar. Was? Wie unhöflich! Ninjalinos, Musik! Popstar, Popstar, Popstar! Ich bin der beste Popstar! Meine Stimme ist so unglaublich gewaltig, dass sie sogar Dinge zerspringen lässt. Wer ist auf sowas stolz? Ich, Eidechsenfuß. Es beweist, dass ich der beste Sänger aller Zeiten bin. Wartet mein großes Konzert im Museum ab. Kommt, Ninjalinos! Popstar, Popstar, Popstar! Wir müssen sie aufhalten, bevor alles zerstört und verwüstet ist. Außerdem brauchen wir die Instrumente für das Konzert morgen. Gehen wir zum Museum. Ninja, Ninja, Ninja! Ihr spielt viel zu laut. So kann man mich nicht hören. Okay, PJ Masks. Bringen wir die Schmetterlinge heim. Behutsam. Hallo, Schmetterlinge. Wollt ihr mit mir fliegen? Dann folgt mir. Seht meine Farben, Schmetterlinge. Kommt, ich zeig sie euch. Was? So gefällt es euch? Netti, netti. Das stimmt, Luna Girl. Und jetzt versuche ich es auch. Es tut mir sehr leid wegen vorhin, Schmetterlinge. Hier sind so viele Blumen, die ich nur finden konnte. Seht ihr? Bitte kommt mit uns. Genau. Gut gemacht, Schmetterlinge. Danke euch. Hä? Mein Mondmagnet ist verstopft. Oh! Wartet, Schmetterlinge. Ihr dürft nicht mit ihnen mit. Motten, wo seid ihr? Motten! Worauf wartet ihr, Dummköpfe? Schnappt sie euch.
Ihr sollt sie euch schnappen, verstanden? Ihr doofen, trottligen, muffigen Motten! Oh, hallo Motten. Wollt ihr mitkommen? Das würde uns sehr gefallen. Ja, ich verspreche, ich werde nett sein zu euch. Nein, 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 nein! Jetzt habe ich keine Helfer mehr! Das ist nicht fair! Sowas. Irgendwie habe ich Mitleid mit Luna Girl. Es tut mir leid, Motten. Ich werde nicht mehr versuchen, euch auszutauschen. Ihr werdet doch bei mir bleiben, oder? Oh. Du hast recht, Catboy. Ich sehe sie. Und Nachtninja. Sie sind auf unserer Schule. Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen. Klar, eure Kräfte sind cool. Aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr. Meinen Supergecko-Spürsinn. Den hast du noch niemals erwähnt. Was kann der so? Er spürt, wenn Gefahr droht. Es kitzelt mich dann so an meinem Schwanzende. Du kannst also mit deinem Supergecko-Spürsinn fühlen, wenn Nachtninja in der Nähe ist? Genau. Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich wette, mit meinem Gecko-Spürsinn fangen wir ihn auch. Hey, Nachtninja, warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist. Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp dir die Flagge bin. Wer spielt schon mit dir? Ihr PJ Masks. Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene Nachtninjas Ninja-Nachtschule in der Nacht. Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance. Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule. Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier. Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen klaut und zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Hey! Mit meinem Gecko-Spürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen. Das wird total easy peasy Action einfach. Bist du dir sicher mit deinem Super-Gecko-Spürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte. Die sind nicht so gut für Schnapp dir die Flagge. Nicht so gut wie der Gecko-Spürsinn. Der ist perfekt. Bereit, Schnapp dir die Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spiel beginnen. Einer von uns bleibt hier, um auf unsere Flagge aufzupassen. Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe. Eulenaugen! Da ist sie! Ich habe sie zuerst gesehen, also gewonnen! Ich habe sie zuerst gehört, ich gewinne! Wie gar keine Geckos seid ihr! Ihr habt sie beide gefunden, einigt euch auf Gleichstand! Kein Gleichstand, wir machen einen Wettlauf! Und zwar, wer zuerst oben auf dem Dach ist, gewinnt! Sollen wir jetzt echt einen Wettlauf veranstalten? Gecko hat recht, außerdem ist es sinnlos. Bei meinem Superkatzentempo gewinne ich kinderleicht! Niemals, Catboy! Mit meinen Super-Eulenflügeln bin ich schneller! Ich besiege dich leicht! Was? Das glaube ich nicht. Ihr werdet schon sehen, wie ich noch mal gewinne. Super Katzentempo! Wie ein eleganter Panther springt Catboy in großen Sätzen aufs Dach und schlägt Eulette um ein Katzenschnurrhaar. Gar nicht, ich war zuerst oben. Was träumst du? Ist doch egal, wer gewonnen hat. Wir müssen herausfinden, was Luna Girl vorhat. Psch. Runter. Luna Girl hat die Pfeife. Motten in zwei Gruppen. Achtung, fertig. Los, Motten, formiert euch. Viel schneller, ich will hier keine Verlierer sehen. Ha, alle Spielsachen aus dem Spielzeugladen gehören bald mir. Also los, das Team, das die meisten Spielsachen holt, gewinnt. Zuerst Team 1. Hervorragend, meine flatternden Diebe. Wollt ihr euch das etwa gefallen lassen, Team 2? Schlitternde Schlange. Wir müssen verhindern, dass ihr alle Spielsachen stehlen lässt. Wenn wir ihr die Pfeife wegnehmen, können wir die Teams vielleicht verwirren. Du und du, ihr poliert mein Meisterwerk.
Und der Rest von euch versteckt die anderen Gemälde im Museum. Was für ein Wunder! Was für eine Schöpfung! Was für ein wunderbares Exemplar! Ich bin der großartigste Künstler aller Zeiten! Sehe ich richtig oder spinne ich? Das ist eine riesige Nacht-Ninja-Statue! Die sehen wir uns genauer an. Geckomobil Tarnung! Sie ist fantastisch! Wow. Nein, sie ist furchtbar! Kommt runter! Ich möchte nicht, dass ihr aus Versehen auch mein Meisterwerk zerstört, so wie diese Funkelblitz-Skulptur in der Schule. Dann wurde deine Skulptur nicht absichtlich zerstört. Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg, sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut, bald werde ich sie los sein. Für immer! Das ist also sein Plan. Er versteckt alle Kunstwerke, damit nur noch seine Statue übrig bleibt. Nicht, wenn ich ihn daran hindere. Nach dem, was er meiner Skulptur angetan hat, ist das hier doch die perfekte Art, es ihm endlich heimzuzahlen. Warte! Er hat deine Skulptur nicht absichtlich zerbrochen. Es war ein Versehen. Ihr nach, Ninjalino! Warum hast du das getan? Das war keine Absicht, aber es geschieht ihm recht. Das hat er auch mit meiner Statue gemacht. Oh nein! Meine Statue! Mein wunderschönes Kunstwerk! Es ist zerstört! Kaputt! Gecko, sei vorsichtig. Das war Luna Girls Schuld. Und jetzt hat sie das Gecko-Mobil geschrottet. Ich düse ins Hauptquartier und hol den Katzenflitzer. Der ist schnell genug, um sie einzuholen. Hey, diese Hupe kenne ich doch. Komm mit. Und jetzt wird's spaßig. Das Auto gehört Cameron und nicht dir. Gib es zurück. Zuerst müsst ihr mich fangen. Hier drüben, Eidechsenjunge. Wow! Wow! Mich erwischst du nie. Wow! Gecko, Vorsicht! Ups. Du machst alles kaputt. Das ist nicht fair. Catboy, eilt zur Rettung. Was ist passiert? Oh nein, das war keine Absicht. Das war Luna Girls Schuld. Zeit für ein richtiges Rennen. Kommt schon, Pyjama-Plagegeister. Fangt mich, wenn ihr könnt. Gecko, sollte nicht ich fahren? Keine Sorge, ich hab's im Griff. Das könnt ihr vergessen. Haben wir denn da? Stopp, kauziges Kätzchen! Zeit einzugreifen! Das wird doch nur ein alberner Zusammenkrach! Es sei denn, das ist wieder ein Trick. Und so ist es auch. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich habe es satt, nur eine Pyjama-Heldenstimme zu haben. Zeit, alle drei zu besitzen. Oh nein, ich verliere meine Stimme. Unsere Stimmen klaut er jetzt. Hat Romeo jetzt die Stimmen von uns allen dreien? Ja, er ist der
der Wahnsinn. Nur wir nicht. Ohne unsere Stimmen können wir nie wieder zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Und alles nur, weil Gecko seine Stimme nicht zurückgeholt hat, als er die Chance dazu hatte. R-O-M-E-O, Romeo! Wie war das, Gecko? Du meinst, es ist höchste Zeit, ein Held zu sein. Aber nur in deinen Träumen, einfältige Eidechse! Stellt euch nur all die fiesen Sachen vor, die ich mit diesen Stimmen anstellen kann. Und die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Ist, sie ist trotzdem langweilig. Gecko verfolgt dich? Dann hat er das Hauptquartier verlassen. Meine anderen Motten versuchen, das Eingangstor zu öffnen. Weil Gecko nicht mehr im Hauptquartier ist, wird mein Plan endlich aufgehen. Bald gehört das PJ-Hauptquartier mir. Nur mir! Da ist sie. Ha? Ihr erwischt mich nicht. Wo ist die Motte hin? Ich wusste, dass sie mich brauchen wird. Super, Gecko Tano. Was? Unmöglich! Okay, Luna Girl, gib die Erstausgabe von Funkelblitz zurück. Gecko, spielst du im Hauptquartier mit der Fahrzeugfernbedienung? Was ist das? Das sind meine Motten in eurem Hauptquartier, Kätzchen. Und das ist das Zeichen, dass ich die Kontrolle übernehmen kann. Ab jetzt gehört es mir. Super Katzentempo! Ah. Nicht so schnell, Luna Girl. Deine Motten konnten gar nicht reinkommen, weil Gecko da drin ist. Ich bin hier. Tut mir leid, Leute. Sagt eurem Hauptquartier auf Wiedersehen, Pyjama-Plagegeister. Wo ist es? Ich muss es irgendwo verloren haben. Hab ich dich. Ich hatte sie sicher in meiner Tasche. Ha? Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier. Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo. Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Oh. Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette. Nein, aber du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboterkopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht so sicher, Miezekätzchen. Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten. Catboy, befrei uns, dann können wir dir helfen. Nicht ohne eure Kräfte, keine Sorge. Ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh? Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch. Wow. Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein, viel bessere. Sieh dir das an.
meiner Kräfte? Das ist unfair. Ich hab dich gewarnt. Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch. Das ist schon wieder Luna Girl. Sie ist im Zoo. Okay, PJ Masks, nichts wie los. Aber was ist mit Birdie? Ich hab's. Ich nehme ihn mit. So kriegt er viel Bewegung und ich trainiere ihn unterwegs. Du kannst ihn nicht auf die Mission mitnehmen. Er kriegt das hin. Nicht wahr, Birdie? Husch! Husch! Hör auf, Luna Girl. Lass diese Schmetterlinge nach Hause fliegen. Oh nein! Die Pyjama-Plagegeister wollen mir schon wieder den Spaß verderben. Los, Morten. Verschwinden wir von hier. Seltsam. So leicht lässt sie sich normalerweise nicht vertreiben. Na los, ihr könnt jetzt wieder rein. Birdie, du machst ihnen Angst. Warte auf mich im Eulengleiter. Birdie möchte nur Aufmerksamkeit. Ist es so, dass Eulette dich ständig allein lässt? Nun, du hast Phase 1 meines Plans durchgezogen. Ich glaube, du bist bereit für Phase 2. Also Mondkraft! Mach noch 2 Minimondkristalle. Leg sie in Eulettes und Geckos Raum, damit ich die Kontrolle über das Hauptquartier übernehmen kann. Lass mich nicht hängen, Vogel. Trautes Heim, Glück allein, ihr kleinen Schmetterlinge. Ja! Was ist denn mit Birdie los? Er war gerade auf einer aufregenden Mission und müsste glücklich sein. Aber so sind Haustiere nicht. Er hat kein Zuhause, du hast ihn nicht trainiert und vermutlich hat er Hunger. Ups. Na dann komm, Birdie. Zeit für Fresserchen. Und wir räumen Catboys Hauptquartierraum auf. Luna Girl? Flatternde Federn. Ich brauche Catboy und Gecko. Nein, Birdie. Du bleibst hier und frisst. Ich bin gleich zurück. Gar nichts von diesem Zeug ist so toll wie die Mondstatue. Sucht weiter, Motten. Warum hast du ihr nicht einfach gegeben, was sie will, Eulette? Weil die Geschenkeule mir gehört. Okay, dann versuchen wir das hier. Super Katzentempo. Na los, Motten. Wir haben noch nicht... Alle Türen sind geschlossen, Luna Girl. Du sitzt in der Falle. Pustekuchen. Mondbad. Nein. Gang sie. Puh. Luna Girl und ihre Motten sind entkommen. Aber sie haben alles zurückgelassen. Nur meine Verschenkeule nicht. Sie hat sie geklaut. Können wir nicht einfach so tun, als hättest du sie ihr geschenkt? Tun wir lieber nicht so. Wow, sieht aus, als will Luna Girl die Sachen nicht mehr. Warum will eigentlich niemand diese Katze haben? Bringen wir alles zurück zur Schule. Dann werden alle wieder glücklich sein. Außer mir. Meine Verschenkeule ist weg. Ich hole sie mir zurück. Es gibt hier eine Art Kraftfeld. Ich werde eure Hilfe brauchen, um meine Statue zu holen. Willst du sie nicht lieber doch verschenken? Luna Girl hat sie mir geklaut. Sie hat sie nicht verdient. Okay, du lockst sie raus. Vielleicht kann ich da irgendwie reinkommen. Hey, Luna Girl! Du störst mich. Ich bewundere gerade meine wunderschöne Mondstatue. Das ist eine Eulenstatue und du hast sie gestohlen. Nein, ich war mir sicher, du hast sie mir geschenkt. Niemals. Sie gehört mir. Aber sie passt besser zu mir. Ich sollte sie haben. Sag jetzt, sie gehört mir. Sag es. Oh Mann, wieder daneben. Ich muss nur ein bisschen weiter nach rechts zielen. Wow! Ups, ich meinte links. Kakanda Gecko, ist das da auf dem Labor das vermisste Teleskop? Finden wir es raus. Meister, Sie bekommen Besuch. Aha, die Pyjama-Helden. Sucht ihr zufällig das Teleskop?
Warum hast du es geklaut, Romeo? Ist das nicht offensichtlich? Ich brauche es für meinen Weltall-Laser. Weltall-Laser? Cool. Hm? Ich meinte, was hast du damit vor? Ich graviere mein Selbstbildnis in den Mond. In den Mond? Ich glaube, ich nehme diese Seite. Beeindruckend, ha? Bestätigt. Wenn ich die Weltherrschaft übernehme, wissen endlich alle, wie ich aussehe. Sobald sie mit dem Laser zielen kann. Naja, ich arbeite dran. Du darfst den Mond nicht verändern, also gib das Teleskop zurück. Einfältiges Kätzchen. Ich kann tun, was immer ich will. Ach, ja? Halt sie auf, Roboter! Nach links und... Ah, ich werde euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko. Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Ups. Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt, er feuert weiter! Ah! Hä? Weißt du was? Ich glaube, er will nur Spaß mit dir haben. Ja, warum sollte er denn sonst mit dir spielen wollen? Spielen? Seht euch das durcheinander an. Das ist eine Katastrophe. Das meiste hast eigentlich du angerichtet. Nein. Na los, jetzt geh schon. Catboy, er hat Angst. Du kannst ihn nicht einfach wegschicken. Das müssen wir. Ein freilaufender Ninjalino bedeutet, dass Nachtninja irgendwas vorhat. Wir müssen hier weg und ihn finden. Zum Eulengleiter. Suchen wir Nachtninja. Super Eulenaugen. Ich kann nichts entdecken. Was ist mit dir, Catboy? Nein, ich kann auch nichts entdecken. Du? Hä? Er ist mitgekommen. Du hast hier nichts zu suchen. Catboy, ich glaube echt, dass er nur unsere Hilfe will. Nein, wenn wir sicher sein wollen, muss ich ihn hier rausschaffen. Gelandet sind, können wir nichts tun. Und er muss gesichert werden. Nimm ihn auf den Schoß, bis ich uns runtergebracht habe. Ich nehme ihn und pass auf, dass er nicht noch mehr Probleme macht.
Hä? Oh nein, gib ihn lieber mir, Gecko. Nicht schon wieder! Ha, hab dich. Nun zufrieden? Seht ihr, was ich meine? Er hat uns abstürzen lassen. Gar keiner Gecko. Der Absturz war allein deine Schuld. Los, geh.